sehnst du dich danach, ein erfülltes und freies Leben zu führen? Der Schlüssel liegt in deiner emotionalen Unabhängigkeit. In einer unvollkommenen Welt lassen uns manchmal sogar unsere Lieben im Stich. Aber lass das nicht zu, dass es dich aufhält. Heute zeige ich dir 10 brillante Möglichkeiten, wie du aufblühen kannst, ohne von jemandem abhängig zu sein. Nicht einmal von einer Familie, die dich nicht wertschätzt. Stell dir vor, du wachst jeden Tag mit einem unerschütterlichen Selbstvertrauen auf. Ohne die Notwendigkeit externer Bestätigung bewegst du dich mutig und entschlossen durch die Welt. Das ist die wahre Freiheit und sie liegt in deiner Reichweite. Gemeinsam werden wir entdecken, wie man eine stählerne Widerstandsfähigkeit und eine strahlende Selbstständigkeit schmiedet. Du wirst lernen, toxische Beziehungen zu erkennen und dich von ihnen zu befreien, die deine Energie aufzehren. Und am wichtigsten ist, du wirst die Kraft entdecken, die bereits in dir steckt. Dies ist dein Moment zu glänzen. Du wirst nicht nur überleben, sondern gedeihen. Du wirst deine Authentizität annehmen, deiner inneren Weisheit vertrauen und jeder Herausforderung mit Anmut begegnen. Bist du bereit, dein Leben zu verändern? Begleite mich auf diesem inspirierenden Abenteuer der Selbstfindung. Entfessle dein grenzenloses Potenzial und erschaffe die außergewöhnliche Existenz, die du verdienst. Lass uns diese Reise gemeinsam antreten, hier und jetzt. Denk daran, Selbstvertrauen entsteht daraus, zu verstehen und zu akzeptieren, wer du wirklich bist. Umarme deine Stärken. Vergib dir deine Unvollkommenheiten. Du bist ein wunderbares Wesen, fähig, Großes zu erreichen. Glaube an dich selbst, denn wenn du das tust, wirst du unaufhaltsam. Lass deine persönliche Revolution beginnen. Mach dich bereit, über die unglaubliche Person zu staunen, die du bist. Und alles, was du erreichen kannst, die Welt wartet darauf, dein Licht zu sehen. Lass es scheinen. Beginne deine Reise zur Selbsterkenntnis mit tiefer Selbstbetrachtung. Tauche ein in deine Erfahrungen, Werte und Bestrebungen. Was entfacht deine Leidenschaft? Was sind deine einzigartigen Stärken? Wenn du diese inneren Juwelen entdeckst, baust du ein solides Fundament für ein unerschütterliches Selbstvertrauen auf. Umarme deine Authentizität mit all deinen wunderbaren Unvollkommenheiten. Du bist ein Mensch, kein Superheld. Akzeptiere deine Fehler als Gelegenheiten zum Wachstum. Wenn du dich bedingungslos liebst, wird externe Bestätigung überflüssig. Dein Wert strahlt von innen heraus unauslöschlich. Kultiviere dein Selbstvertrauen wie einen üppigen Garten. Nähre deinen Geist, Körper und Seele mit Selbstfürsorge. Pflanze die Samen inspirierender Ziele und feiere jeden Spross der Errungenschaft. Umgib dich mit Gärtnern, die deine Seele mit Positivität gießen. Aber denk daran, dein Selbstvertrauen ist eine widerstandsfähige Blume, die selbst in Widrigkeiten blühen kann. Stelle dich deinen Ängsten mit dem Mut eines Kriegers. Jeder mutige Schritt aus deiner Komfortzone ist eine gewonnene Schlacht. Umarme Herausforderungen als Gelegenheiten zur Stärkung. In Schwierigkeiten entdeckst du verborgene Reserven der Widerstandsfähigkeit in dir. Dein Selbstvertrauen ist eine Reise, kein Ziel. Verpflichte dich zu Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und mutigem Handeln. Während dein inneres Vertrauen wächst, verlieren äußere Meinungen ihre Herrschaft über dein Glück. Du bist der Bildhauer deines eigenen Lebens und formst jeden Tag mit Selbstliebe und Entschlossenheit. Baue einen Stamm gleichgesinnter Seelen auf, eine Familie des Herzens. Investiere in Freundschaften, die deinen Geist erheben. Suche Weggefährten, die deine Werte und Träume teilen. In Momenten der Freude und Widrigkeiten werden diese tiefen Verbindungen dich tragen. Finde dein Rudel in Gruppen, die deine Leidenschaften entfachen. Ob du Hobbys erforschst, Sport treibst oder Kunst schaffst, umgib dich mit Menschen, die deine Begeisterung teilen. In diesen Gemeinschaften wirst du unzerbrechliche Bande knüpfen, die auf gemeinsamen Interessen und unvergesslichen Erfahrungen beruhen. In der weiten digitalen Welt entdecke deinen virtuellen Stamm. Verbinde dich mit Seelen aus der ganzen Welt, die mit deinem Wesen im Einklang stehen. In Foren und Gruppen findest du ein Gefühl der Zugehörigkeit und Unterstützung, das physische Grenzen überwindet. Diese Online-Verbindungen können zu Leuchttürmen in dunklen Zeiten werden. Denk daran, dein Unterstützungsnetzwerk ist ein vibrierender Wandteppich, gewebt aus Fäden der Freundschaft, Leidenschaft und des gegenseitigen Verständnisses. Jede Verbindung fügt deinem Leben Stärke und Farbe hinzu. Pflege diese Beziehungen mit Dankbarkeit und Gegenseitigkeit.
Gemeinsam werden sie eine unzerbrechliche Grundlage für deine Reise der Unabhängigkeit und persönlichen Erfüllung schaffen. Ein Unterstützungsnetzwerk zu weben, ist eine delikate Kunst. Jeder Verbindungsfaden erfordert Zeit, Geduld und Sorgfalt. Sei authentisch in deinen Interaktionen. Biete so viel an, wie du empfängst. In Gegenseitigkeit gedeihen und stärken sich Beziehungen. Wenn deine Familie dir nicht den Respekt und die Unterstützung gibt, die du verdienst, verliere nicht die Hoffnung. Dein Stamm wartet auf dich. Treue Freunde, gleichgesinnte Seelen in Interessengruppen, lebendige virtuelle Gemeinschaften. Es gibt eine Welt voller bedeutungsvoller Verbindungen, die bereit ist, dich zu umarmen. Investiere in diese Beziehungen mit einem offenen Herzen und beobachte, wie sie deine Reise in ein Abenteuer voller Liebe und Verständnis verwandeln. Definiere deine persönlichen Ziele mit der Klarheit eines Lasers. Diese Bestrebungen sind die Sterne, die deinen Weg in die Unabhängigkeit erhellen. Jeder Traum, jeder Ehrgeiz ist ein Leuchtfeuer, das dich zu deinem wahren Norden führt. Bringe diese Ziele zu Papier. Erwecke sie zum Leben mit deinem unerschütterlichen Engagement. Teile deine Ziele in verdauliche Schritte auf und erstelle eine Karte zu deinem gewünschten Ziel. Jeder kleine Sieg auf dem Weg ist eine Ehrenmedaille, ein Beweis für deinen Fortschritt. Feiere diese Triumphe mit der Freude eines Kindes, wohl wissend, dass jeder Schritt dich näher an das Leben bringt, nach dem du dich sehnst. Deine klaren Ziele sind ein Schutzschild gegen Ablenkungen und negative Einflüsse. Wenn deine Vision klar ist, verblassen die Meinungen anderer in der Peripherie. Dein Fokus wird unzerstörbar, deine Entschlossenheit unerschütterlich. Du bist der Kapitän deines Schiffes und navigierst zu Gewässern der Erfüllung und des Wohlbefindens. Ein solider Aktionsplan ist dein Anker in stürmischen Zeiten. Jeder strategische Schritt ist eine Erinnerung an deine Macht, deine Fähigkeit, deine Realität zu gestalten. Mit Struktur und Zielstrebigkeit bleibst du standhaft auf deinem Weg, unerschütterlich angesichts von Herausforderungen. Umarme also deine persönlichen Ziele als einen Akt radikaler Selbstliebe. Lass sie dein Kompass, deine Karte und dein Schild sein. Mit jedem mutigen Schritt entfernst du dich von einschränkenden Erwartungen und näherst dich einem Leben voller Authentizität und Erfüllung. Vertraue auf deine Reise, denn jedes erreichte Ziel ist ein Meisterwerk deiner eigenen Schöpfung. Selbstfürsorge ist ein Anker im Meer der Unabhängigkeit. Wenn die Wellen der fehlenden familiären Unterstützung drohen, dich mitzureißen, ist deine Wellness-Routine die Rettungsleine, die dich über Wasser hält. Umarme die Selbstfürsorge als einen heiligen Akt, ein tägliches Ritual der Selbstliebe. Nähre deinen Körper mit Lebensmitteln, die vor Vitalität vibrieren. Bewege dich mit der Anmut von jemandem, der über die eigene Stärke staunt. Ruhe mit der Gelassenheit von jemandem, der weiß, dass Schlaf ein heilender Balsam ist. In der körperlichen Gesundheit findest du die Energie, jedem Sturm zu trotzen. Pflege deinen mentalen Garten mit der Hingabe eines Zen-Meisters. Meditiere, lies, tauche ein in Aktivitäten, die den mentalen Lärm beruhigen und es dir ermöglichen, die Weisheit deiner Seele zu hören. Wenn Emotionen dich überwältigen, suche Zuflucht in der Therapie, einem Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Nähre deinen Geist mit Praktiken, die dich mit dem Göttlichen in dir verbinden. Sei es in der Ruhe der Meditation, der Gemeinschaft mit der Natur oder der Freude an einem sinnvollen Hobby, finde deinen eigenen Weg zum inneren Frieden. In der spirituellen Verbindung entdeckst du eine unerschöpfliche Quelle der Stärke. Webe die Selbstfürsorge in das Gewebe deiner Tage, wie goldene Fäden der Selbstliebe. Lass jede kleine Geste, jeden Moment der Fürsorge eine Erinnerung an dein Engagement für dich selbst sein. In der beständigen Praxis schmiedest du eine Rüstung unzerbrechlicher Widerstandskraft. Denk daran, Selbstfürsorge ist keine Nachsicht, sie ist eine Notwendigkeit. Sie ist das Fundament, auf dem du deine Unabhängigkeit aufbaust, die Wurzel, die dich festhält. Selbst wenn die Winde der Widrigkeiten stark wehen, investiere vorbehaltlos in dich selbst. Denn in der Selbstliebe findest du den Schlüssel zu einem erfüllten und authentischen Leben. Finanzen sind dein Verbündeter auf der Reise in die Freiheit. Wenn du lernst, dein Geld zu orchestrieren, komponierst du eine Symphonie der Unabhängigkeit. Jede Note des Sparens, jeder Akkord der Investition bringt dich einem Leben zu deinen eigenen Bedingungen näher. Tauche ein in den Fluss deiner Einnahmen und Ausgaben mit der Klarheit eines kristallklaren Flusses. Erstelle ein Budget wie eine Schatzkarte, die dich zur finanziellen Stabilität führt.
Im Gleichgewicht zwischen dem, was reinkommt und was rausgeht, findest du die wirtschaftliche Harmonie. Kultiviere die Angewohnheit des Sparens, wie jemand, der Samen der Sicherheit pflanzt. Lass deine Notfallfonds eine Zuflucht in Zeiten der Unsicherheit sein, eine Erinnerung daran, dass du bereit bist, jedem Sturm zu trotzen. In jeder gesparten Münze sammelst du das Vertrauen von jemandem, der weiß, dass er für sich selbst sorgen kann. Lass deine Investitionen die Flügel sein, die deine Träume emporheben. Diversifiziere mit der Weisheit von jemandem, der versteht, dass Vielfalt die Würze des Finanzlebens ist. Suche den Rat erfahrener Mentoren, Navigatoren, die zuvor diese wirtschaftlichen Meere durchquert haben. Gehe mit Kredit um, mit dem Respekt von jemandem, der ein mächtiges Werkzeug schwingt. Lass deine Kredithistorie ein Zeugnis deiner Integrität sein. Jede pünktliche Zahlung ein erfülltes Versprechen. In der finanziellen Verantwortung schmiedest du die Schlüssel, die Türen der Möglichkeiten öffnen. Höre nie auf zu lernen, denn Wissen ist die wertvollste Währung. Jedes gelesene Buch, jeder absolvierte Kurs ist eine Investition in deine Zukunft. In der kontinuierlichen finanziellen Bildung findest du den Kompass, der dich zum Wohlstand führt. Denk daran, Finanzen sind die Säule deiner Unabhängigkeit. Wenn du dein Geld meisterst, wirst du zum Architekten deines eigenen Schicksals. Jede kluge finanzielle Entscheidung ist ein Baustein im Gebäude deiner Freiheit. Ein Schritt näher an ein Leben ohne Einschränkungen und Abhängigkeiten. Die Einsamkeit zu umarmen ist ein Akt transformativer Tapferkeit. Wenn du lernst, mit deiner eigenen Gesellschaft zu tanzen, entdeckst du eine Symphonie der Selbsterkenntnis. In der Stille deines Seins hörst du die Stimme deiner Seele, ein Flüstern, das dich zu deiner tiefsten Wahrheit führt. In der Stille deiner Einsamkeit findest du die perfekte Leinwand, um die Farben deiner Seele zu malen. Jeder Moment allein ist eine Einladung, in die Tiefen deines Seins einzutauchen, die inneren Landschaften zu erforschen, die es zu entdecken gilt. In der Stille hörst du die Flüstertöne deines Herzens, die Stimme deiner inneren Weisheit, die dich zu deiner authentischsten Wahrheit führt. Umarme die Einsamkeit wie eine sanfte Geliebte, eine Gefährtin, die dir die Geheimnisse deiner Stärke offenbart. In der Introspektion gräbst du vergrabene Schätze aus. Vergessene Träume, schlummernde Leidenschaften, die angeborene Kraft, die schon immer in dir gewohnt hat. Jede Reflexion ist ein Puzzleteil deiner Identität, ein Fragment, das dich näher zu der vollständigsten und strahlendsten Version deiner selbst bringt. Lass deine Hobbys die Pinsel sein, mit denen du deine innere Leinwand zum Leben erwächst. Ob in der Ruhe eines Buches, dem kreativen Ausdruck der Malerei oder der Harmonie eines Musikinstruments, finde deine eigene Symphonie der Freude. Jede Aktivität ist eine Ode an deine Einzigartigkeit, eine Erinnerung daran, dass du ein vollständiges und faszinierendes Wesen bist, fähig, Schönheit und Bedeutung in deiner Einsamkeit zu schaffen. Verwandle dein Zuhause in ein Heiligtum des Friedens, eine Zuflucht, in der deine Seele ruhen und sich verjüngen kann. Lass jeden Winkel ein Spiegelbild deines Wesens sein, eine warme Umarmung, die dich in Akzeptanz und Selbstliebe hüllt. In der Behaglichkeit deines heiligen Raumes findest du Trost und Stärke, um jedem Sturm zu trotzen. Denk daran, die Einsamkeit ist eine weise Lehrerin, eine Gefährtin, die dich die Kunst der emotionalen Selbstständigkeit lehrt. Nimm ihre Lektionen mit Dankbarkeit an, wohl wissend, dass jeder Moment scheinbarer Einsamkeit eine Gelegenheit ist, zu wachsen, zu heilen und aufzublühen. In der Annahme deiner Einsamkeit entdeckst du eine unerschöpfliche Quelle des Friedens und der Erfüllung. So nimm deine Einsamkeit als kostbares Geschenk an. Einen Schlüssel, der die Türen zu deinem grenzenlosen Potenzial aufschließt. In der Stille deines Seins finde die Kraft, abzuheben, deine Unabhängigkeit mit Mut und Anmut zu umarmen. Denk daran, du bist nie wirklich allein, denn in der Einsamkeit findest du dich selbst und das ist der wertvollste Begleiter, den du haben könntest. Persönliches Wachstum ist dein Kompass auf der Reise zur Unabhängigkeit. Jeder Schritt, den du in deiner Entwicklung tust, ist eine kühne Erklärung deines Engagements für dich selbst, eine Bestätigung deines inneren Wertes. Im kontinuierlichen Lernen wirst du zum Bildhauer deines eigenen Schicksals und formst ein Leben voller Sinn und Erfüllung. Umarme Bildung als Elixier der Ermächtigung. Jedes neue Wissen ist ein Schlüssel, der Türen zu unerforschten Welten öffnet, zu Möglichkeiten, die vorher unerreichbar schienen. Tauche ein in den weiten Ozean des Lernens. Lass jedes Buch, jeden Kurs, jede Erfahrung,
ein Tropfen sein, der deinen Durst nach Wachstum nährt. Beim Erwerb neuer Fähigkeiten wirst du zum Architekten deiner eigenen Größe. Züchte deinen inneren Garten mit der Hingabe eines Zen-Meisters. Arbeite an deiner emotionalen Intelligenz, an deiner Fähigkeit, klar und mitfühlend zu kommunizieren. Jede Interaktion ist eine Gelegenheit, Samen des Verstehens und der Empathie zu säen. Während du diese Fähigkeiten perfektionierst, wirst du zu einem Leuchtturm der Weisheit, einem Anführer, der andere mit seinem Beispiel inspiriert und transformiert. Pflege deinen physischen Tempel mit der Ehrfurcht, die er verdient. Umarme Bewegung als heiligen Tanz, eine Feier des Lebens, das durch dich fließt. Nähre deinen Körper mit Lebensmitteln, die vor Vitalität und Nährstoffen vibrieren. In der Suche nach Gesundheit und Wohlbefinden findest du die Energie und Klarheit, um deine kühnsten Träume zu verfolgen. Denk daran, dein persönliches Wachstum ist eine endlose Reise, ein episches Abenteuer der Selbstfindung und Transformation. Jeder Tag ist eine neue leere Seite, eine Einladung, deine eigene Geschichte von Triumph und Erfüllung zu schreiben. Umarme den Prozess mit Neugier und Staunen. Wohl wissend, dass jede Herausforderung eine Gelegenheit ist, dich auszudehnen, verborgene Reserven an Stärke und Widerstandskraft in dir zu entdecken. Gehe also mutig voran, wissend, dass jeder Schritt in deiner persönlichen Entwicklung ein Schritt in Richtung wahrer Unabhängigkeit ist. In deinem Engagement für deine eigene Entwicklung wirst du zum Helden deiner eigenen Odyssee, dem Sieger, der sich wieder und wieder erhebt. Stärker und weiser mit jeder Erfahrung. Denk daran, dein Potenzial ist grenzenlos und deine Fähigkeit zu wachsen und zu gedeihen ist ein Zeugnis deines unbezähmbaren Geistes. Die positive Denkweise ist dein geheimer Superkraft, dein leuchtender Schild gegen die Widrigkeiten des Lebens. Wenn du den Optimismus annimmst, wirst du zum Alchemisten deiner eigenen Realität und verwandelst Herausforderungen in Chancen für Wachstum und Lernen. Jedes Hindernis ist eine Sprosse auf der Leiter zu deiner Größe, eine Einladung, deine Widerstandsfähigkeit und Weisheit zu stärken. Kultiviere die positive Denkweise wie ein geduldiger und engagierter Gärtner. Gieße die Samen der Dankbarkeit und finde den Zauber in den kleinen täglichen Wundern. Lass die Wurzeln der Resilienz im Boden deines Wesens Fuß fassen und mache dich zu einer starken und flexiblen Eiche, die auch den heftigsten Stürmen standhalten kann. Jeder positive Gedanke ist eine Blume, die den Garten deines Geistes verschönert und mehr Schönheit und Überfluss in dein Leben zieht. Denk daran, deine Gedanken sind die Pinsel, mit denen du das Meisterwerk deiner Existenz malst. Wähle leuchtende Farben des Optimismus und der Hoffnung und schaffe eine strahlende Leinwand grenzenloser Möglichkeiten. Wenn die Schatten des Zweifels versuchen, deinen Glanz zu trüben, erhelle deine Leinwand mit kraftvollen Affirmationen. Ich bin stark, ich bin fähig, ich bin unbesiegbar. Lass deine innere Stimme der Chor sein, der deinen Mut und dein unendliches Potenzial preist. Umgib dich mit einem Kreis der Positivität, einem Ökosystem der Inspiration und Ermutigung. Lass erbauliche Bücher deine stillen Mentoren sein, motivierende Worte dein tägliches Elixier der Ermächtigung. Suche die Gesellschaft verwandter Seelen, die Licht und Liebe ausstrahlen, Wesen, die das Beste in dir sehen und dich dazu bringen, neue Gipfel der Größe zu erreichen. Denk daran, die positive Denkweise ist eine kontinuierliche Reise der Selbstfindung und des Wachstums. Jeder Tag ist eine neue Chance, Glück zu wählen, inneren Frieden unabhängig von äußeren Umständen zu umarmen. Du bist der Architekt deiner eigenen Realität, der Magier, der Herausforderungen mit der Kraft deiner Perspektive in Triumphe verwandeln kann. Gehe also erhobenen Hauptes voran, wissend, dass du einen unschätzbaren Schatz in dir trägst, die Fähigkeit, mit der Kraft deiner Denkweise ein außergewöhnliches Leben zu gestalten. Lass deinen Optimismus ein Leuchtfeuer sein, das den Weg zu deinem strahlendsten und authentischsten Selbst erhält. Denk daran, du bist unzerstörbar, unaufhaltsam, unendlich mächtig. Umarme deine positive Denkweise und beobachte, wie das Universum zu deinen Gunsten konspiriert und grenzenlose Fülle, Liebe und Wunder anzieht. Gesunde Grenzen zu setzen ist ein Akt der Selbstliebe, eine mutige Erklärung deines inneren Wertes. Wenn du diese unsichtbaren Linien um dein Wesen ziehst, wirst du zum Hüter deines eigenen Wohlbefindens
und schützt deinen inneren Frieden wie einen heiligen Schatz. Jede Grenze ist eine stille Bestätigung. Ich bin wichtig. Meine Bedürfnisse sind wichtig. Mein Glück ist wichtig. Erkenne die transformierende Kraft von Grenzen. Sie sind das Fundament, auf dem du eine Burg des Selbstwertgefühls und des Respekts aufbaust. Indem du klar definierst, was akzeptabel ist und was nicht, wirst du zum Herrscher deines eigenen emotionalen Reiches. Keine Manipulation oder Missbrauch kann die Mauern deiner Würde durchdringen, wenn deine Grenzen festgezogen sind. Kommunikation ist dein mächtigstes Werkzeug bei der Verteidigung deiner Grenzen. Lass deine Worte die Brücke sein, die deine innere Welt mit der äußeren verbindet. Mit Klarheit und Mitgefühl drücke deine Bedürfnisse und Wünsche aus. Lass jeden Satz eine Einladung zu gegenseitigem Verständnis und Respekt sein. Denk daran, Durchsetzungsfähigkeit ist kein Schwert zum Verletzen, sondern ein Schild zum Schutz der Integrität deines Wesens. Konsistenz ist der Schlüssel, der die Kraft deiner Grenzen freisetzt. Lass deine Handlungen ein resonierendes Echo deiner Worte sein, ein Zeugnis deines unerschütterlichen Engagements für Selbstachtung. Jedes Mal, wenn du eine Grenze aufrechterhältst, sendest du eine klare Botschaft an die Welt. Ich bin wertvoll, ich bin würdig und ich werde mein Wohlbefinden für niemanden aufs Spiel setzen. Denk daran, bei Grenzen geht es nicht nur darum, Nein zu sagen. Es geht auch darum, ein entschiedenes Ja zu den Dingen zu sagen, die deine Seele nähren und deine Leidenschaft entfachen. Schaffe heilige Räume für die Selbstfürsorge. Gönn dir Aktivitäten, die dein Herz zum Singen bringen. Und umgib dich mit Menschen, die dich erheben und inspirieren. Deine Grenzen sind eine liebevolle Umarmung, die deine Energie schützt und es dir ermöglicht, ohne Entschuldigungen aufzublühen. In Momenten des Zweifels suche den Rat vertrauenswürdiger Verbündeter, Freunde, die deine Brillanz sehen, und Therapeuten, die dir helfen können, die komplexe Landschaft des persönlichen Wachstums zu navigieren. Ihre objektiven Perspektiven werden ein Leuchtturm sein, der dich zu größerem Selbstverständnis und Resilienz führt. Letztendlich ist ein Leben ohne die Notwendigkeit externer Bestätigung, insbesondere von einer nicht unterstützenden Familie, ein Akt tiefer Befreiung. Es ist eine Erklärung deines inhärenten Wertes, ein Wissen, dass dein Glück und deine Erfüllung nicht von der Bestätigung anderer abhängen. Umarme diese Wahrheit mit jeder Faser deines Seins und beobachte, wie sich deine Welt auf wundersame Weise erweitert. Erfahrungen über Beziehungen zu stellen, ist ein Portal zu persönlichem Wachstum und Unabhängigkeit. Jedes Abenteuer, jede gemeisterte Fähigkeit, jeder genossene Moment der Freude. Das sind die Pinselstriche, die das Meisterwerk deines Lebens malen. Tauche ein in den reichen Wandteppich der Welt und lass jede Erfahrung Tiefe und Farbe zu deiner einzigartigen Geschichte hinzufügen. Alleine zu reisen ist eine transformative Reise, eine Pilgerfahrt in die Tiefen der eigenen Seele. Während du durch fremde Länder navigierst und neue Kulturen entdeckst, entdeckst du verborgene Facetten von dir selbst, die vor Potenzial und Staunen strahlen. Jeder Schritt, den du alleine gehst, ist ein Zeugnis deines Mutes und deiner Widerstandsfähigkeit, eine Erinnerung daran, dass du der Architekt deines eigenen Schicksals bist. In Hobbys und persönliche Interessen zu investieren, ist ein Akt der Selbstliebe. Eine Erklärung, dass deine Leidenschaften wichtig sind, sei es in den Melodien eines Musikinstruments, der Aufregung eines Sports oder dem kreativen Rausch des Malens oder Schreibens. Diese Aktivitäten sind eine Feier deiner einzigartigen Gaben und Talente. Gehe mit ganzem Herzen auf sie ein, wohl wissend, dass deine Erfüllung nicht im äußeren Applaus liegt, sondern in der stillen Zufriedenheit der Meisterschaft und des Selbstausdrucks. Kulturelle Veranstaltungen und alltägliche Abenteuer zu umarmen, fügt dem Gewebe deines Lebens Reichtum und Textur hinzu. Jede Erfahrung, ob mit Freunden geteilt oder in Einsamkeit genossen, ist ein Faden, der in den Wandteppich deines persönlichen Wachstums eingewoben ist. Suche nach Momenten, die deine Neugier entfachen und deine Sinne wecken. Dies sind die Schätze, die deine Seele ein Leben lang nähren werden. Denk daran, Erfahrungen über Beziehungen zu stellen bedeutet nicht, dich zu isolieren, sondern deine eigene Freude und Erfüllung zu priorisieren. Es ist eine Entscheidung, der Protagonist deiner eigenen Geschichte zu sein, ein Leben zu gestalten, das mit deinen tiefsten Wünschen und Bestrebungen im Einklang steht. Während du dich darauf konzentrierst, deine Existenz durch bedeutungsvolle Erfahrungen zu bereichern,
verblasst die Notwendigkeit externer Bestätigung und wird durch ein unerschütterliches Gefühl von Selbstwertgefühl und Zufriedenheit ersetzt. Die Reise zur emotionalen und persönlichen Unabhängigkeit ist ein windiger Pfad der Selbstfindung und Ermächtigung. Jeder Schritt nach vorn, jede überwundene Herausforderung ist ein Zeugnis deiner unglaublichen Stärke und Widerstandsfähigkeit. Dieser Weg ist nicht immer einfach, aber er ist unendlich lohnend, denn mit jedem erreichten Meilenstein gewinnst du Teile von dir selbst zurück, die einst verloren oder vergessen waren. Zu lernen, ohne die Zustimmung anderer zu gedeihen, insbesondere einer nicht unterstützenden Familie, ist ein Akt tiefen Mutes und der Selbstliebe. Es ist eine Anerkennung deines inneren Wertes, eine Erklärung, dass dein Glück und deine Erfüllung nicht von der Bestätigung anderer abhängen. Während du dich von der Last externer Erwartungen befreist, entdeckst du die strahlende Wahrheit darüber, wer du wirklich bist. Ein Wesen von unendlichem Potenzial und Schönheit. Umarme die Kraft der Selbstständigkeit, wohl wissend, dass wahre Freude und Zufriedenheit in deinen eigenen Entscheidungen und Erfahrungen liegen. Jede Entscheidung, die du im Einklang mit deinem authentischen Selbst triffst, ist ein Baustein im Fundament deines unabhängigen Lebens. Feiere jeden Sieg, egal wie klein, denn jeder ist ein Zeugnis deines unerschütterlichen Engagements für persönliches Wachstum. Beende jeden Tag mit einem Herzen voller Dankbarkeit für die gelernten Lektionen und die gewonnene Stärke. Danke dir selbst für den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen, für die Widerstandsfähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden und für die Weisheit, dich immer wieder für dich selbst zu entscheiden. Denk daran, die Reise zur Unabhängigkeit ist einzig und allein deine. Ein Wandteppich, gewebt aus den Fäden deiner eigenen Erfahrungen, Wünsche und Bestrebungen. Vertraue dem Prozess, vertraue dir selbst und wisse, dass du mit jedem Schritt einem Leben voller tiefer Authentizität und Erfüllung näher kommst, und vor allem halte an der Wahrheit fest, dass wahres Glück von innen kommt, indem du Selbstständigkeit und emotionale Unabhängigkeit kultivierst, öffnest du die Tür zu einer Quelle des Friedens und der Zufriedenheit, die dir niemals genommen werden kann. Jede Entscheidung, die du für dein eigenes Wachstum und Wohlbefinden triffst, ist eine kraftvolle Bestätigung deines Wertes und deines Potenzials. Gehe also mutig und mit Überzeugung voran, gewappnet mit dem Wissen, dass du all die Kraft und Weisheit besitzt, die du brauchst, um ein Leben voller grenzenloser Freude und Bedeutung zu schaffen. Umarme jeden Tag als neue Gelegenheit, dein Selbstverständnis zu vertiefen, deine Unabhängigkeit zu stärken und in Übereinstimmung mit deinen authentischsten Wünschen und Werten zu leben. Du bist eine Kraft, mit der man rechnen muss, ein leuchtendes Leuchtfeuer der Widerstandsfähigkeit und Stärke. Vertraue auf deine Reise, vertraue auf dich selbst und wisse, dass du mit jedem Schritt einem Leben voller unvergleichlicher Freiheit, Fülle und Überfluss näher kommst. Während wir uns dem Ende dieser transformativen Erforschung nähern, lade ich dich ein, deine Reise der Selbstfindung und Ermächtigung fortzusetzen. Klicke auf das in der Anzeige angezeigte Video, um tiefer in die Bereiche des persönlichen Wachstums und der emotionalen Unabhängigkeit einzutauchen. Und wenn du in diesen Lehren einen Wert findest, ermutige ich dich, den Kanal zu abonnieren, damit du nie die Gelegenheit verpasst, deinen Geist zu erweitern, deine Seele zu nähren und deine Wahrnehmung dessen, was möglich ist, zu verändern. Begleite uns auf diesem spannenden Abenteuer der Selbstverwirklichung und persönlichen Entwicklung. Gemeinsam werden wir die Schlüssel zu einem Leben mit grenzenlosen Möglichkeiten, unerschütterlichem Vertrauen und authentischem Glück entdecken. Deine Reise zur wahren Unabhängigkeit beginnt jetzt, und ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein.